So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raider Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und heute natürlich auch die Raid-Stunde, 18 bis 19 Uhr, wo natürlich an jeder Arena ein 5er Raider scheint, ein legendärer Raid, außer die Arena ist geblockt durch einen anderen Raid. Heatran ist nochmal in den Raids. Am Samstag 10 Uhr ist wieder Raid-Boss-Wechsel, dann kommt Genesect in die Raids, der nicht shiny sein kann und der mich komplett gar nicht interessiert. Wir werden Samstag auch direkt Raids für Zuschauer machen, weil Sonntag ist ja C-Day und nächste Woche, wo Genesect noch da ist, bin ich nicht da, weil es kann nur einen geben, ne? Also heute Abend könnt ihr nochmal Raidmania-Punkte sammeln und mich einladen zu euren Heatran-Raids und ich kann die restlichen XL-Bonbons sammeln, dass ich mein 100%iges auf Level 50 ziehen kann. War ja wieder mein Ziel, werde ich wieder erreichen, ne? Der Rams ist immer und seine Ziele, ne? Ja, und ansonsten aber jetzt natürlich dann noch ein Giratina Shiny Hand abends ab 20 Uhr und ab 22 Uhr Wrestling. Mittwoch ist mein Lieblingstag, muss ich immer wieder sagen. Jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Schäfer 24, der greift sich an den Köppis ran hier und zeigt uns sein 100% Skoppel, was er nur hat. Die sind doch total süß. Dann Dabi hatte Geburtstag, da haben wir ja schon alles, das war am Mittwoch glaube ich auch, in der letzten Raider-Mittwoch-Folge, weil er da Geburtstag hatte, haben wir da für ihn gesungen. Jetzt seht ihr auch seine Geburtstagstorte, die er hatte. Dabi, also Fabi könnte man sagen, 13 hier noch angezündet. Da hast du hier ein, ich rede schon wie Kesto, Mann, ich gucke zu viele Kesto-Videos. Da ist ein Evoli, da ein Pikachu drauf, sehr schön. Bierschanger hier, Shiny Glumanda mit Mütze, Shiny Yorklef hier mitgenommen, K-Joker, was ist heute los? Ein wildes Turtok und Toxic hier aber auch. Also, ich habe keins gesehen. Habt ihr eins gesehen? K-Joker hier noch mit einem 100er Glibunge, Kulidip da, guten Morgen, 100% Farbigel. Justin, total crazy, sieht da auch ein wildes Dragoran, aber konnte sich's glaube ich nicht holen, ne? War direkt hier in der Stadt. Danke Choga, da du die so magst, Ramses, hat er mal wieder so ein Meme reingeschickt hier. Es schneit und alle fahren nach Oberhof und posten schöne Bilder. Wenn jeder hinfährt, heißt es nicht, dass wir auch hin müssen. Aber am Pfandalsteich ist es so schön. Kenn ich nicht. Wir waren aber schon dort, ich will nicht mehr. Die Kamera ist bereits gepackt, in 5 Minuten ist Abfahrt. Muss er halt alleine fahren, also man kann da nicht immer die Leute dazu zwingen, mitzugehen. Hier, Stadtberg, K-Choga, Dragoran, 51, Ispo, was er da wieder gemacht hat, weiß ich nicht. Beim Ispo sehen die Pokémon halt anders aus, ein 93%iges auf jeden Fall von 2018 mit... Ich glaube, das muss das Thumbnail sein. Guckt euch das an, was ist damit los? Sieht auf jeden Fall komisch aus. Henry Niki hier, Shiny, Schnitzelmann, für Raider Mittwoch, zweites Schneckmark angetippt, auch Shiny hier dabei. TKX-Lot hier auch mit einem Shiny Schneckmark. K-Joga, Shiny Kacksprühl. Jojo, der hat wieder einen rausgehauen. Wo man natürlich weiß, der Jojo, der ist ganz andere Mentalität, was der da auffährt. Endlich fertig, alle auf Best Buddy. Der hat also jedes Evoli, also jede Evoli-Entwicklung plus Evoli selber als 100% Shiny auf Level 50 mit Best Buddy. Und das ist mehr als ich habe. Ich habe jede Evoli-Entwicklung auf 100% Level 50 gezogen. Ich habe aber nicht 100% Shiny und ich habe auch nicht alle auf Best Buddy, also der Jojo hat es wieder komplett übertrieben. Aber nicht Schocker der Woche, weil das eigentlich hätte das doch gepasst, ich weiß es nicht. Wie findet ihr das? Habt ihr auch 100% Evoli oder eine 100% Entwicklung oder habt ihr was auf 50 oder auf Best Buddy? Würdet ihr euch auch gerne sowas basteln, dann schreibt es mal rein. So. Heige hier auch, was man so beim Ausmisten findet, auch 100er Schneckmark, Kulli hier, kein Shiny aus einer Einladung, aber den nehme ich gern, 100% Keilriem mitgenommen, Aluhut hier, Shiny Nasknet, Hannes, Wildgefangenes, Bruder Lander mit 3100, Henry bedankt sich, Shiny Heatran, dann habe ich schon wieder vom Baloo, jetzt wissen wir es, vom Baloo in der Nähe von Waldbronn, Baden-Württemberg,
mein drittes 100%iges Heatran bekommen. Bockwurst King, ja auch Shiny Schneckmark, Fanray, Go AMK, auch hier Shiny Schneckmark, Nummer 2, Cookie. Cookie ist zurück. Cookie auch richtig krasser Spieler, hat sich jetzt wieder gemeldet, weil die Zeit abgeklungen ist, diese 120 Tage. Wir leveln auch gerade wieder neu. Der ist auch sehr aktiv, sehr krass unterwegs. Steht auch hier Trainer Level 50 mal 3, Cookie am Start und hat hier ein 100% Shiny Heatran. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Warum ist das nicht gemaxed, ne? Jetzt zeigt er uns, insgesamt hat er jetzt schon 4 Stück, aber keins ist auf 50. Ich habe 3, er hat 4, weil er hat ein Shiny Hundo mehr. Henry endlich bekommen, hier auch Nasknet, Drachek hier, da ist die heiße Schnecke, 100% Glücks. Schneckmark mitgenommen, Paul Berger, Shiny Bodogier mit Schleife im Haar, was ja total wichtig ist. K-Joker habe ich noch nicht, Shiny, Selal, Liljeb, 100, Selal, Shiny Bititzer, 100% Flauschling, 100er Bummels, 100er Zubat erlöst. Das erinnert mich irgendwie an KuchenTV, der Hintergrund, ja. Ich gucke nicht oft KuchenTV, aber wenn ich mal ein Video sehe, drück kurz drauf, hat er immer so einen Hintergrund. Kann das sein? Selal, Shiny Bodogel hier, ohne Schleife. Das fand ich, ich weiß nicht warum, das musste ich mit reinnehmen. Wenn du Cola Zero getrunken hast und darauf wartest, dass du abnimmst. Selal, der schickt immer so viele blöde Bilder. Die meisten, da feiere ich mir einen ab, aber ich kann die nicht alle mit reinnehmen. Deswegen, da muss ich ganz speziell auswählen. Aber das hat es irgendwie reingeschafft. Ich weiß nicht warum. So, weiter Selal, 100% Ordoch, Shiny Kabuto, Shiny Dummiesel, Shiny Volbeat. Volbeat war auch mehrmals drin. 100er Bititza, Shiny Schneckmark war auch 3-4 Mal dabei. Habe ich nicht alles rein. Kleinstein hat er auch hier 3 Stück oder irgendwas geschickt. 100er Schneckmark noch, Shiny Hut, aber ohne Hut. Was noch besser tut, weil du es entwickeln kannst. Habitak, auch Shiny, konnte man auch entwickeln. Noch ein 100er Schneckmark, oh mein Gott, hätte ich es andere ja rauslassen können. Dann das fand ich auch total toll. Wenn es mal wieder nur Trockenfutter anstatt Schäber Delikatesse in Gelee gab. Aber die Katze so, warum, wo ist mein... Die erinnert mich übrigens an die Katze von der Christel, die mal hier war, wo ich die Katze beherbergt habe, ein paar Tage, ne? Hat genau den gleichen bösen Blick. Das muss ich ihr mal schicken. Tag 5, sie denken noch immer, ich wäre einer von ihnen. Seht ihr die Katze? Wenn ihr die Katze gefunden habt, schreibt es mal in die Kommentare, ne? Und dann, das fand ich gut, das erinnert mich an Pupsi, weil Pupsi kauft sich immer Pizza, Pupsi isst immer Pizza und dann sage ich, bist du fertig? Nee, ist noch was drin? Und dann mache ich auf, da liegt halt außen immer einfach der Rand da. Das ist ein bisschen mehr als Rand, aber so würde das wahrscheinlich aussehen, so. Ich hatte die Hälfte aufgehoben, dass einfach in der Mitte alles immer abgebissen ist und außen, gerade der Rand und alles, bleibt noch übrig. Sanselal weiter, Shiny Onyx. Sarina, beide Heatrans sind auf deinen Mist gewachsen. Shiny gab's bei Raid in der Aktion. Den 100er, nachdem ich vorher dein Geschenk geöffnet hatte. Bitte, ach bitte nur, falsche Accounts. Umgekehrt wäre es viel lieber gewesen. So. Das heißt, sie hat ein Shiny, sie hat ein 100er, sie hat ein Shiny Nasknet, sie hat ein Shiny Hut ohne Hut, was gut tut. Also sieht auf jeden Fall gut aus, aber halt auf den falschen Accounts irgendwie so. Vielleicht besser, der Main hat das 100er und der Kleine hat das Shiny. Dann kann man sich das Kleine wenigstens rübertauschen. Das 100er beim Tauschen. Markus hier, ich weiß, man sollte nicht erlösen, ist eigentlich besser, aber ich sammle 100er. Ich glaube, mit dem Nido-Rad hast du jetzt nicht unbedingt was falsch gemacht. Vielleicht Nido King oder nee, Nido Queen ist doch eigentlich in GBL irgendwas, aber habe ich auch noch nie benutzt. Deswegen erlöst das ruhig, nimm als 100er mit. Für mich sind die Kryptos eigentlich nur Raid-relevant. Wenn ich jetzt ein 98er Krypto Despo da hätte, wo ich richtig viel Schaden raushauen kann als Unlichtangreifer, würde ich das nicht erlösen. Aber sowas hätte ich wahrscheinlich auch erlöst. Markus nochmal hier, Shiny Kleinstein. Markus, geile Schönheit, endlich nach 26 Raids in der ist der Aero Kacksprühl 100er da. Nimmt man mit. Super saftig, Lukas, Shiny Schneckmark und Shiny Heatran. Alexander Ahringer für Raider Mittwoch, Shiny Kacksprühl und 100% Mega Kacksprühl.
wollte ich ja eigentlich auch ein Video machen für Donnerstag, wie ich meins entwickle, das 100er hochziehe und das shiny weibliche und das männliche. Ist alles nicht so, wie ich wollte. Das Video ist ganz anders geworden. Alexander Ahringer nochmal für Raider Mittwoch hier Shiny Skalyt gebrütet. Tiso wollte nochmals Danke sagen, spiele seit 2,5 Jahren und das ist mein erstes legendäres aus einem Raid. Timer Tiso, müsst ihr mal gucken. 2 legendäre 100er bisher, nur ein Mewtwo mit Rüstung und ein Ramses. Ramses aus dem Raid, das Mewtwo durch den Tausch erhalten. Mewtwo trotzdem richtig feine Sache, ist sehr selten mit dieser Rüstung und dann auch noch als 100er. Ich habe auch eins, ne, aus dem Raid, aber hier als Tausch, ist doch fett. Dubby, mein erstes, vielleicht ein Geburtstagsgeschenk von Pokémon Go an mich. Shiny Bronzel. Das ist auf jeden Fall was für Raider Mittwoch. Glückwunsch Dubby, auch hier 100% Shiny Heatran mitgenommen. Dann Genaya hier noch mit dem Bronzel. Black Train, das fand ich auch richtig cool. Endlich habe ich meinen Shiny Flunkiefer bekommen für die Mega-Entwicklung. Eventuell was für Raider Mittwoch. Nicht nur Shiny, sondern jetzt auch ein 100%iges Shiny Flunkiefer. Aluhut, bei dem fliegt ja auch so ein fetter Drache durch die Gegend mit 3,5, dann zeigt er uns noch 5.17 Uhr gefangen. Ja, ich so auch nicht, ist ja klar, wenn man mal aufwacht und dann, ach, ein Dragoran, nimmst du mit, schläfst du weiter. Und dann siehst du ja natürlich, ist ja ein 100%iges, was bei ihm zu Hause gespawnt ist. Irgendwie habe ich da gerade was im Auge, so versteht ihr. Also, Heigo, 2 hintereinander, hat glaube ich insgesamt jetzt 13 Stück oder so, hat er dann geschickt, aber das habe ich jetzt nicht mehr rein. Ihr wisst ja, wie Heatrans aussehen. Heigo hier auch, die Schneckmack-Familie als Shiny voll und das Makago als 100er noch so auf der Hand, ne? Thomas Speck, Monozyto aus Wiel am Kaiserstuhl. 100er Monozyto, 100er Makago als Glücks, 100er Georock, 100er Formeo als Glücks, 100er Onyx, 100er Kleinstein, 100er Jungblut. Benjamin Engel, der macht ja immer Solo-Raids. Jeden Dreier, der reinkommt, möchte er immer probieren, Solo zu raiden. Hier hat er es gemacht. Na, was hat er bekämpft? Er hat hier so Wasser-Pokémon dabei. Gegen Logok. Dann hat er hier dabei, da hat er so Elektro-Pokémon gegen Valraiser. Dann hat er einen Kacksprühl gefangen, was leuchtet. Dann hat er hier, da ist... Das ist nicht mal ein Solo-Raid, das ist ein Zero-Raid, weil da ist einfach gar keiner in der Lobby. Mit wieder Wasser-Pokémon gegen Donphan. Oh, der ist aber auch süß. Dann Benjamin noch 100er Kleinstein mitgenommen, Shiny Onyx, dann Duo-Raid gemacht mit Supernatural. Kampf-Pokies gegen Heatran. Heatran. Bruder, Heatran. 6 Sekunden. Was? Wer denn? Ach, er macht ja immer... Er macht doch Boden, aber er will ja natürlich verschiedene. Er will mal mit Boden, er will mal mit Kampf, er will mal mit was weiß ich noch. Dann macht das noch mit Wasser. Thomas Bo hier auch 100% Glücks-Ho-O mitgenommen aus Mönchengladbach. Thomas Bo ist Level 50 geworden, hat er letztens geschrieben. Sehr cool und gleichzeitig waren wir da im Stream und haben geguckt, wie der Kanal phänomenal sich gerade rumquält. Mit der Carolina Reaper, da hat er sein Level 50 Aufstieg reingepackt. Sehr cooles Bild auf jeden Fall, alles dabei, was einen glücklich macht. Kanal phänomenal, Ramses und Level 50. Dann Karin, Elsdorf hier, Shiny, Nidoran, Krypto, Karin. Da muss sauen, ich soll mal jetzt lachen, weinen, traurig sein, sich freuen über alles, hin und her, Schneckback, beim Tausch halt Lucky, 100 geworden. Das würde ich sogar aufheben. Ich würde es auch nicht entwickeln, ich würde es so lassen, weil dieses Graue sieht cool aus. Die andere Farbe sieht nicht cool aus, obwohl der Hintergrund hier wieder nervt, aber... Komm, es ist was Besonderes, heb so auf. Hannes hier, Shiny Flampion, Shiny Teddy Ursa, Shiny Kacksprühe, 100%, Galapandimus, Lucky, aus dem Tausch, feine Sache, Lennart, Skorkler, Krypto, Shiny, Bierbenny, Spiel kaputt, ne? Breni Stendal ausgebrütet, ein Shiny Azurill und beim Kleinen als erstes Pokémon des Tages, ein 100er Papi. Shiny Gladio, eine Stunde nach Start haben ich und mein Bruder das Shiny bekommen. Wie bei Bud Spencer und Terence Hill, wo es nur einen Buggy gab und dann jeder wollte den haben und dann
mussten sie sich immer abwechseln mit dem Fahren. Die müssen sich abwechseln mit dem Streicheln der Schnecke. Nicht streicheln, sonst verändert die Farbe. Ein wildes Schneckenmark. Boba Mo hier auch. Als Duo hätten wir das dann auch abgehakt. Auch Kyle Riem Duo Raid gemacht, dann noch zum Abschluss. Das waren jetzt auch die Highlights, aber wir haben dann noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt vom Aluhut, ne? Guck, das ist aber am coolsten. 100% Shiny Stalos. Quatsch, das ist der Schocker der Woche. Guck dir das an, der ist echt mega, ne? 100% Shiny Stalos Glücks-Pokémon mit Best Buddy Badge, also mit Best Buddy Schleife. Ich finde das so überladen, so genial, dieses Bild. Wenn das kam und dann kommst du mit um die Ecke und hat noch einen Aufkleber am Kopf, ne? Ist wahrscheinlich ein Piercing. Vielleicht waren auch krassere Sachen dabei, diese Folge sozusagen, aber mir hat dieses Bild sehr gut gefallen, auch wie komplett zugestopft das ist, wie überladen das ist. Hieß es ja auch, noch mehr Tags waren wohl nicht möglich oder wie, also finde ich auf jeden Fall cool gemacht. Dieses Bild hat mir sehr gut gefallen. Dick Kekslord mit dem 100% Shiny Glücks Best Buddy Stahlhäuser. Das war es von meiner Seite aus schon wieder. Ich werde das jetzt alles noch schneiden. Ich habe das jetzt hier um 2.44 Uhr aufgenommen, stimmt gar nicht. Es ist gleich 13 Uhr oder so. Jetzt werde ich das exportieren, schneiden, hochladen, dass es heute noch kommt. Und heute Abend die Raid Mania. Sei dabei, guckt, wer wieder Punkte bekommt bei der Raid Mania. Stellt ein paar Fragen, chillt ein bisschen mit mir oder so, keine Ahnung. Oder seid unterwegs, raidet und ladet mich ein. Und abends dann nochmal Giratina Shiny Hunt 2 Stunden. Wir sind schon bei über 1000 Resets. Mal gucken, wann es kommt. Die 1111 werden wir sicherlich heute schaffen. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses.